Aha, der Winterschlaf, der Dornröschenschlaf der Burg, tun wir wieder ein Stück dafür, damit die Burg erhalten bleibt, dass wieder was Neues entsteht. Und das soll heute der Sinn des Abends sein, im Rahmen schon von Kultur und am Stern zusammen mit dem Lions Club Emmendingen. Ja, deswegen trinken Sie, essen Sie, es kommt der Burg zugute. Vor allem die Menschen, Frauen und Männer, die jeden Samstagmorgen ihren Frondienst, wie wir dazu sagen, auf der Burg leisten und dort arbeiten, schlichtweg die Burg instand setzen und instand halten. Das ist seit vielen, vielen Jahrzehnten mittlerweile. Da drüben sitzt der Wolf Brinkmann, das Kopf, das Herz und das Hirn. Arbeitsstunden nur auf der Burg von dem Verein geleistet worden. Also das ist ungeheuerlich.